Hallo, heute gibt es den zweiten Teil der Aktivpause am Arbeitsplatz mit dem Schwerpunkt der Rumpf- und Rückenkräftigung. Also jetzt viel Spaß beim Mittrainieren. Wir starten als erstes mit einer kurzen Aktivierung. Das heißt, du gehst in einen hüftbreiten Stand, lässt deine Beine leicht gebeugt, hebst dein Brustbein nach oben und ziehst dein Bauchnabel leicht nach innen oben. Mit dem nächsten Einatmen heb einfach mal die Arme an und führe die Hände über dem Kopf zusammen. Mit dem Ausatmen geh einfach wieder tief, einatmen hoch, in deinem eigenen Atemrhythmus, ausatmen tief. Noch einmal so. Und mit dem nächsten Ausatmen drehst du deinen Oberkörper einfach mal zur linken Seite auf. Mit dem Einatmen komm zur Mitte zurück. Mit dem Ausatmen zur rechten Seite aufdrehen. Versuch deine Hüfte möglichst ruhig und stabil zu halten. So kannst du schon mal deine Bauchmuskeln aktivieren und auf die kommende Kräftigung vorbereiten. Noch einmal pro Seite. Und ein letztes Mal nach rechts. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Wir machen die Wirbelsäulenmobilisation, die du schon aus dem ersten Video kennst. Aus dem hüftbreiten Stand lehnst du dich nach vorn, stützt dich mit den Händen am Oberschenkel ab und mit dem Ausatmen geh in den Katzenbuckel, mach den Rücken rund und mit dem Einatmen streck dich wieder ganz lang ins Hohlkreuz oder auch Pferderücken genannt wieder aus. Ausatmen rund und einatmen lang. Wenn du den Rücken lang machst, zieh bewusst die Schultern nochmal Richtung Becken tief. Mit dem Ausatmen geht der Blick zum Bauchnabel, die Hüfte nach vorn. So kannst du alle Segmente in deiner Wirbelsäule nochmal richtig mobilisieren. Und dann bleibst du mit deinem nächsten Einatmen hier stehen. Spannst den Bauch etwas an, atmest gleichmäßig weiter, kontrollierst nochmal deine Schultern, zieh nach hinten unten wieder tief. Bring dann deine Arme für die erste Kräftigung nach vorn. Und so wie du das nächste Mal einatmest, hebst du die Arme einfach mal hoch, ziehst die Schulterblätter an die Wirbelsäule, hältst kurz die Spannung und gehst mit dem Ausatmen langsam wieder tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Die erste Kräftigung für die hintere Schulter- und Schulterblattmuskulatur, die im Alltag leider oft abgeschwächt ist. Versuch auch gern den vollen Bewegungsradius auszunutzen. Das heißt, hier unten führst du die Ellbogen aneinander und hier oben ziehst du bewusst die Schulterblätter noch fester an die Wirbelsäule ran. Und ein letztes Mal, wir halten oben, ziehen die Schulterblätter ganz fest zusammen und federn in einer kleinen Bewegung noch einmal nach. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1, dann langsam lösen. Und nach oben aufrollen und gern die Arme mal kurz ein bisschen auslockern. Für die nächste Rumpfkräftigung starten wir erstmal wieder hüftbreit. Nimm die Hände zusammen, die Daumen legst du auf dein Brustbein, die Ellbogen ein bisschen nach außen gestellt, Schultern tief. Und dann stellst du erstmal deinen linken Fuß auf die Zehenspitzen nach links außen. Dein rechtes Standbein ist wieder leicht gebeugt, der Bauch angespannt und du drehst deinen Oberkörper mit dem Ausatmen zur linken Seite, mit dem Einatmen wieder zur Mitte zurück. Das ist die Stufe 1 der Rumpfrotation. Noch einmal so. Und wenn du etwas mehr möchtest, dann heb den Fuß vom Boden. Arbeite jetzt also im Einbeinstand. Und rotiere hier wieder mit dem Ausatmen zur Seite, mit dem Einatmen zur Mitte. Und um es dir noch ein bisschen effektiver zu gestalten, kannst du gern das Bein mit der Rotation anbeugen und zur Mitte zurückkehren, wieder ausstrecken. Probier ruhig mal diese Variante, fordere dich ein bisschen. Wenn du merkst, es ist zu viel, dann geh wieder eine Stufe zurück. Ein letztes Mal und dann langsam lösen. Kurz auch hier mal lockern, die Arme, die Schultern. Und das Ganze natürlich nochmal auf der anderen Seite wiederholt. Die Daumen kommen wieder auf das Brustbein. Das Gewicht wird jetzt nach links verlagert.
stellen die rechten Zehenspitzen auf und rotieren mit dem Ausatmen zur rechten Seite. Kommen wieder mit dem Einatmen zurück zur Mitte. Du merkst jetzt wahrscheinlich, wie deine ganze Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur arbeiten muss, um dich hier stabil und aufrecht zu halten. Löse auch gern wieder den Fuß vom Boden. Achte nochmal darauf, dass dein Brustbein immer nach oben schiebt, dass du nicht hier rund drin hängst und da rotierst, sondern wirklich mit einer aufrechten Wirbelsäule die Übung ausführst. Und auch hier wieder, wenn du etwas mehr möchtest, beug das Bein wieder mit an und strecke es, wenn du zur Mitte zurückdrehst, wieder zur Seite aus. Auch hier noch dreimal. Die letzten zwei. Ah, du merkst schon, wie es langsam anstrengender wird, noch einmal. Und dann langsam wieder lösen. Locker kurz nochmal durch. Wir kommen schon zur letzten Kräftigung. Die zeige ich dir noch einmal von der Seite. Wir gehen wieder mit einem leichten Hohlkreuz in die Vorbeuge. Ziehen den Bauchnabel leicht nach innen. Du stehst hier wieder ganz stabil, ziehst die Schultern tief und mit der nächsten Einatmung hebst du einfach mal die Arme so weit, wie du kannst, nach oben. Mit dem Ausatmen langsam wieder runter. Also gern so, wie du groß wirst, wie du dich ausdehnst, hebst du die Arme, atmest tief ein dabei. Und wenn du hier etwas mehr willst, dann setze im Wechsel nochmal einen Fuß mit nach hinten. Na, streck das hintere Bein richtig durch, lass die Ferse oben. Achte auch hier wieder auf eine stabile Körpermitte. Wenn du merkst, du wirst rund, dann korrigier das nochmal, indem du dein Brustbein wieder anhebst, den Po nach hinten schiebst und den Bauch anspannst. Und solltest du hier nochmal etwas mehr wollen, dann löst den Fuß hinten vom Boden. Arbeit auch hier nochmal im Einbeinstand. Jetzt wirst du wahrscheinlich merken, wie dein Unterrücken langsam anfängt, sich bemerkbar zu machen. Die letzten Wiederholungen, einmal pro Seite noch. Und um dann deinen Rücken zu entspannen, gehst du gleich mal ganz tief runter. Lässt dich einfach nur locker hängen. Und wenn du möchtest, feder noch mal ein bisschen. Zieh auf jeden Fall das Kinn Richtung Kehlkopf, schau zwischen die Beine durch. Den Kopf gern ganz locker lassen. Und dann kannst du auch eine größere federnde Bewegung noch mal für deine untere Rückenfaszie mit einbauen. Und dann rollst du langsam wieder in der Mitte, Wirbel für Wirbel, nach oben auf. Der Kopf kommt dann als letztes hoch. Und du hast dann schon deine zweite Einheit geschafft, die Kräftigung für Rumpf- und Rückenmuskulatur. Diese Übung kannst du natürlich gern noch mit den Übungen aus dem ersten Video kombinieren. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniere meine Seite auf Facebook, auf YouTube oder auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.